Hi, servus und herzlich willkommen zu einem neuen Call of Duty Black Ops 4 Video. Mein Name ist Takoffel und wir spielen heute die neue RK7 Mastercraft. Odins Lied. Und ja, es ist ein Rabe drauf, das ist sehr cool. Ich habe ihn, glaube ich, zwischendurch mal mit einem Adler verwechselt, aber es ist ein Rabe. Und ja, wir holen uns damit jetzt unser Einsatzteam, denn der liebe Sago, der wollte das und deswegen machen wir das jetzt. Lock up. Schöne Sniper-Map mit der RK7. Geil, freue ich mich drauf. Und sie sieht schon schön aus. Ich habe auch von der Waffe vorher gar nichts gewusst, bis ich sie auf einmal gezogen habe. Das geht los. Oh ja, sie sieht super geil aus. Außerdem stehen lateinische Sachen drauf und das heißt, es ist eine gute Waffe. Ja? Wir gewinnen hier. Hallo? Da war einer, okay. Nein, Feuerpunkt, du Stück Scheiße. Ich hatte nicht vor zu sterben. Man kommt ja mit seinem Holocaust-Launcher da um die Ecke. Komm, die snipe ich weg. Oh, hinter uns. Yeah. Oder ist noch jemand da unten? Oh mein Gott. Ja, okay. Och komm. Map mag ich eigentlich sehr, auch wenn sie minimal zu groß ist, auch wieder, wie jede DLC hat irgendwie. Ja. Reizschüsse mache ich halt viel mit der Waffe. Putz. Da ist ein Gegner. Da drin ist ein Gegner. Ja, da war ein Gegner. Der ist tot. Ich hab mir gerade nur... Oh Gott. Nein, schon wieder eine Pumpgun! Wir haben eine 2,5er KD, das geht. Weitschuss. Also Weitschüsse ging gut mit der Waffe. Spectre lässt Rauch aufsteigen. Lässt Rauch aufsteigen. Rauchen ist ungesund. Ja, sag ich doch. Putz. Oh, ja, also langsam komme ich rein mit der Waffe. Oh, ne. Ja, eigentlich können sie nichts. Vorräte bei meiner Position abwerfen. In Ecken sitzen können. Wow. Nächste Drohne ist da. Jetzt finde ich den doch mal. Das ist der Knife Boy. Boah, das war belastend. Oh. Nein, Mantis war da. So, Runde läuft schon. Die Waffe sieht traumhaft schön aus. Und ja, als Zweitwaffe ist die natürlich auch super. Also mittlerweile spielbar. Als Mainwaffe. Ja. Hätte ich jetzt nicht so Bock drauf. Oh, genau deswegen. Mein Aim ist auch richtig 6:30 Uhr. Aber sie geht. Also, es gab schon schlimmere Zeiten der Waffe. Als ich sie auf Dark Matter gespielt habe, habe ich sie richtig gehasst. Nein, 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 nein. Ja, und dann kommt ein Schwert. Ein Ballistic Knife. Okay, es ist fast dasselbe. Setze einen Disruptor ein. Wir haben es überlebt. Ja, meiner. Oh, fast meiner.
Energieladung aktiv. Da oben kommt ein Gegner. Oben kommen zwei Gegner. Meiner. Meiner. Uhuhuhu. Wir haben den Mantis. Und wir haben das Einsatzteam so schnell geholt. Ich fasse es nicht. Einsatzteam mit der RK7. Mein Gott, das ist doch leichter gewesen, als ich gedacht habe. Und sie ist so schön. Guck mal, jetzt leuchtet sie. Der Adler leuchtet. Nice. Ja. So schnell kann man eine Challenge gewinnen. Ja, und so einfach kann es sein. So schnell kann es gehen. Und man hat sein Einsatzteam. Das Problem ist, und da gebe ich jetzt ehrlich zu, wie ich das mit den Challenges hier meistens mache, ich guck mir die raus, such mir eine aus, nehme dann auf und dann danach nehme ich meistens das Intro auf. Weil je nachdem kann es ein bisschen länger dauern, bis ich so eine Challenge fertig habe. Aber heute ist mir ein riesen Fauxpas passiert. Ich wusste, dass die RK7 gewünscht wurde. Ich glaube sogar mehrfach, aber ich habe halt jetzt Sago geholt. Und ja, nach der Challenge, die ich geschafft habe, ist mir aufgefallen, das ist meine Klasse. Das wäre die gewesen, die ich hätte spielen müssen. Denn der Sago möchte Reflexvisier, Magazinerweiterung, Lasermarkierer, Schnellfeuer, Gangho, Todstille, Plünderer und Stim Injection. Tarnung lasse ich jetzt mal, weil wir haben ja die Mastercraft. Wenigstens habe ich etwas richtig gemacht und habe Crash gespielt die ganze Zeit. Okay, ich spiele Crash sowieso fast nur noch. Ich finde gerade die Munition spart ja das Plünderer-Perk und der Heal ist ein geiler Boost für die Streaks. Deswegen ist er einer der besten. Aua. Muss hier raus. Outplay. Okay. Oh mein Gott. Diese Skills. What the fuck? Gegner. Ja. Nein! Wir haben gut gestartet. Und dann habe ich keinen mehr gefunden. Gar keinen mehr gefunden. Die Map ist viel zu groß. Oh mein Gott. Artefakt. Yes! Mit der RK7. Geil. Okay, wir haben eh schon voll auf die Fresse bekommen. Aber okay. Die ersten 200 Punkte sind da. Die ersten 300 Punkte sind da. Und dann bin ich umzingelt. I love it. Ich hasse es, in ein laufendes Game zu joinen. Das sind alle Gegner. Pinks sind auch traumhaft. 208. 208. Kann ich die Kugeln auch per Post zustellen? Ohne Scheiß. Okay, das Ganze sieht ganz gut aus. Ich will die Challenge jetzt mit der richtigen Klasse schaffen. Wir hatten ein paar gute Tries, seitdem ich die Klasse umgestellt habe. Aber die Streak fehlt noch. Und es ist halt einfach wirklich unheimlich viel Glück immer mit dabei. Gerade in den Lobbys, wenn jeder Abfuck spielt oder sich keiner bewegt. Oder. Also es gibt ein paar Faktoren. Genau das meinte ich. Gegen eine Vendetta zu spielen wird ätzend. Geil, aber die Lobby hat eine gute Connection. Zwei Bursts und er fällt um. Das ist schon mal ein Vorteil, den es zu nutzen gilt.
Danke. Mit F liegt da ganz geil, Galvani. Okay. Den hole ich mit. Ohne. Ja. Da hinten kommen zwei. Finde ich den. Ich gehe los. Da sterbe ich jetzt nicht. Nee. Da gehe ich hier lang. Und hol mir den Kill mit. Okay. Was? Alter, du Arschloch, du bist Prestige Master 110, 120 und spielst so. Ich meine, man kann die Waffe so spielen, aber. Und dann sind's wieder alle! So, den haben wir. Aua. Warum liegt der Typ nur auf dem Boden? OMFG. Mr. 500 Punkte in 10 Spielen mache, Alter. Wow. Oh Mann, ey. Da hast du eine Lobby, wo die Connection sich gut anfühlt und der Typ liegt einfach nur rum. Aua. Sollte das hier verlassen. Ich bin halt wieder komplett alleine. Ja. Like always. Ja, Flammenwerfer, Alter, Wadik, du bist. Oh mein Gott, und er kriegt eine 19,5er KD. Das ist der Typ, der nur auf dem Boden liegt, dann einmal kurz seine Zweitfähigkeit benutzt und dann den Flammenwerfer. Zack, schon hat man Kills. Aua. Jo. Nö, nö, nö. Da bin ich ganz schnell weg. Ja. Das ist Wadik. Der liegt wieder da rum. Ey, ohne Witz. Wie kann man so spielen? Mantis ist da. Ja. So, hier oben noch irgendwo. Ich habe jetzt ein bisschen Angst, weil ich gar nicht weiß, wo die Gegner sind und weil ich ganz alleine bin. Aber das Einsatzteam ist da. Wir haben es geschafft. Mein Gott, mit der richtigen Klasse. Und jetzt holen wir das Ding raus. Ich bin Erster und bin besser als Mr. Liegeboy Flammenwerfer. 5000 und da ist ein Schild. Okay. Boah, diese Genugtuung. Endlich. In der Pistole. Ja, es ist schon nice, die Leute mit einer Pistole so zu ownen. Wadik liegt wieder hinten drin, okay. Ja! Mein Einsatzteam hat den Last Kill gemacht. Wir haben es geschafft, auch mit der richtigen Klasse. Danke, dass ihr dabei wart. Lasst einen Daumen da und ja, genießt mit mir die Killcam. Schreibt mir auf jeden Fall ganz viele Klassen in die Kommentare, damit ich beim nächsten Mal vorher aussuchen muss, was ich spiele und nicht wieder auf Ideen kommen, sowas hier zu machen. 125 Ping, get the fuck off, Noob. Ich hatte einen 30er Ping.